Bin hinter dem Schwein. Da will ich nicht runter. Kann man das Schwein von hinten einfach platt machen? Segenjägerabzeichen. Ja, es ist auf jeden Fall das, Schwein ist es. Okay, aber ich glaube, das ist so explodiert und so. Ich glaube, das spawnt gar nicht neu, das Schwein. Ja, ich könnte mich auch irren. Also früher waren ja mal, glaube ich, Gegner, das waren so stärkere, die sind dann auch nicht neu gespawnt. Ist jetzt die Frage, ob der Weg schneller ist. Ne, unten durch die Raben ist nicht schneller als oben über die Brücke, auf keinen Fall. So, ich muss jetzt halt einfach mal diesen Boss besiegen. Kann ja nicht noch viel erzählen, aber... Was ich auch machen könnte, ist, ich gehe rein, hole mir meine Seelen und port raus. Bisschen lame, aber könnte man auch machen. Immer noch. Immer noch? Ne. Okay, ich habe wieder 20 Blut Fuel. Das wollte ich eigentlich nur erreichen. Jetzt noch einmal Konzentration. Wenn ich es jetzt schaffe, werden alle Versuche davor rausgeschnitten. Zumindest auf, aus den Aufnahmen. Sehe ich schon irgendwo mein Leben? Glaube ich direkt da vorne rechts. Ja, das ist gut. Wow, lame. Bastard, Junge. Oh, ich wollte ihn angreifen. Sieh ihn doch an. Das kann's doch nicht sein.
Okay, also ich weiß jetzt davor, wie man ihm sieht. Man muss immer auf ihn zu dashen und nicht von ihm weg. Von ihm weg ist totaler Blödsinn. Okay, aber immerhin mal eine Stelle, die mich jetzt fordert. Also die Westwand ist jetzt einfach. Ich verstehe noch nicht ganz, warum das manchmal ganz früh kommt und manchmal nicht. Es gibt mir 290, 300 ungefähr. Warte mal, wieso? Nee. Damit hast du mich ein bisschen. Endlich. Ihr seid verflucht. Sieh mir was Neues. Bin ich diesmal gestorben? Vorne links? Da ist es, oder? Hä, wo ist mein... Boah, ja, mach's doch den Screen noch ein bisschen dunkler. Der Angriff ist Bullshit. Okay, also in im Kontern liegt die Kraft. Ganz einfach gesagt mal. Also wenn man es kontert, geht's. Das hat ein bisschen gedauert. Ich würde sagen 6 oder 7 Versuche, wenn ich mich recht entsinne. Und die werde ich rausschneiden. Ich bin noch nach einmal unten. Okay, ich weiß nicht, wie ich es mit der Ratte mache. Vielleicht lasse ich es auf. Vielleicht war es gar nicht so lang, aber mir kam es relativ lang vor.
Und mich ärgert, weil ich war beim ersten Mal schon ziemlich weit. Und ich habe öfter das Kontern versaut. Und ich habe den Gegner. Das finde ich noch nicht so ganz cool, weil. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie, wenn ich eine Kanone habe, ja. Eine Waffe ist ja für Fernkampf, so. In diesem Spiel ist die Waffe aber irgendwie nicht für Fernkampf, sondern sie ist für Nahkampf. Weil wenn ich von ferner den kontere, dann komme ich nicht an den Gegner ran. Das heißt, es bringt gar nichts. Also, es bringt nichts, fern zu sein. Sag ich mal so. So, ich würde jetzt ein bisschen leveln. Weil ich fast 10.000 Seelen habe. 9.400. Und der Konter war übrigens Zufall. Also, was eigentlich nur meine Idee war, der greift ja so oft so epileptisch an, dass ich einfach auf ihn schieße, bis ich das Geräusch höre. Willkommen daheim, guter Jäger. Was wünscht ihr? Nun gut, die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich näher kommen. Jetzt schließt die Augen. Was genau macht nochmal die Blutfärbung? Gucken wir mal. Attribut, das Kraft von QS, Waffen bestimmt, QS, Quick Shot, QS, Popwok. Hilfe soll wieder weggehen. Okay. Lebt wohl, guter Jäger. Möge die. Ich bin kein guter Jäger, ich bin der Beste. Der Beste. Ich will nochmal gucken, was das da eigentlich ist, weil das hier leuchtet die ganze Zeit. Laufen. Keine Ahnung, die blöde so. Oh! Doch nicht. Ich würde sagen, ich kaufe mir noch mal ein paar Brandbomben. Gift habe ich bis jetzt noch nie gehabt, könnte aber auch mal irgendwann interessant werden. Hier, ich investiere alles in Kiesel. Jede. Oh. Ging es hier denn jetzt weiter? Mm-hmm.